Wir schauen heute, weil sich das einige von euch gewünscht haben, das neue Musikvideo vom Chaos Flo. Ich habe es noch nicht gesehen, beziehungsweise ich habe kurz reingehört, okay? Kurzer Disclaimer. Wir gucken das Video ohne Ton, weil, okay, ich habe eine gute Erklärung davon. Erstens, ich möchte nicht copyright-striked werden, okay? Dankeschön dafür. Zweitens, das gefühlt geht's in dem Video mehr um das Video und weniger um den Ton. Weil der Ton, da singt er auch nicht. Es ist wirklich einfach nur so EDM-Musik im Hintergrund. Und es geht gefühlt einfach mehr um das Musikvideo. Er hat auch extra ein Behind-the-Scenes für das Musikvideo selber hochgeladen, habe ich gesehen. Von daher habe ich das Gefühl, die Emphasis liegt sehr auf dem Musikvideo und weniger auf der Musik selber. Das ist meine Erklärung dafür. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich kann euch aber gerne natürlich das Originalvideo verlinken, falls ihr unbedingt den Sound hören möchtet, dann guckt euch unbedingt das an. Ich denke, die meisten von euch haben es nämlich eh schon gesehen. Von daher spare ich mir hier den Ärger und sämtliche Strike-Situationen und dann können wir anfangen mit dem Video. Okidi dokidi, wir sind ready. Dann fangen wir an. Okay, also es ist der Flo. Der Flo geht in sein Gym. Funny Story, der Flo und ich waren ja früher befreundet. Und als wir halt noch vor allem befreundet waren, waren wir die ganze Zeit, weil ich halt zu der Zeit richtig viel ins Gym gegangen bin. Und dann war er so, ja, das wäre vielleicht auch was für mich. Und ich war so, ja, ja, mach das auf jeden Fall. Ja, dann ist er halt, hat er halt auch angefangen ins Gym zu gehen. Ich habe dann halt relativ kurz danach waren wir dann halt auch einfach keine Freunde mehr. Und hatten auch gar keinen Kontakt mehr. Und wir haben einen gemeinsamen Freund, der Flo und ich. Und der meinte dann auch so, ja, der Flo geht jetzt noch viel ins Gym, bla 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 bla. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass er auf Instagram so ein Bild hochgeladen hat, wo er halt obviously im Gym ist. Und wo man schon ein bisschen Progress sieht. Und jetzt scheint er das ja auch weitergemacht zu haben. Von daher, good for you. Man sieht, du gibst dir Mühe. Alright, let's go. Er ist im Gym. Ungewohnt, hier ein Shot ohne Merch, auf einmal in schwarz und schwarz. Auch so eine Sache, als ich den Flo das erste Mal halt privat gesehen habe, ohne halt Tour-Kontext, einfach nur als wir uns getroffen haben, halt als Freunde. Und auf einmal hast du ein T-Shirt und es ist nicht knallgrün gefühlt, weil du das so assoziierst mit dem Flo, dass es einfach diese grünen T-Shirts immer sind. Und auf einmal ist es dann irgendwie schwarz oder dunkelblau und du sitzt da und bist... Ah! Ja, Flo, hab dich fast gar nicht erkannt. Die kleinen Handschuhe. Um zu zeigen, dass er es ernst meint. Ah! Entschuldigung, ich nehme alles zurück, da ist er wieder. Okay, okay. Klimmzüge. Oh, ich habe neulich, ich kann jetzt auch Klimmzüge, ich bin richtig stolz auf mich. Ich gehe eigentlich kaum ins Gym, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Auf einmal, ich bin ins Gym gegangen, konnte 3 Klimmzüge, huch. Na gut. Trainiert auf jeden Fall. Aber, you know, good for him, dass er da jetzt so viel irgendwie ein neues Hobby gefunden hat und dass er da... Irgendwie, I don't know, ist funny, Leute zu sehen, die man einfach lange nicht gesehen hat, weil ich gucke ja die Videos von Flo nicht. Musikvideo ist ja nochmal was anderes als so die normalen Videos. Ich glaube, da sieht man ihn auch einfach weniger, falls es immer noch so ist wie früher. Ja, dadurch, dass wir uns halt auch früher kannten und man sich mehr persönlich getroffen hat, ist es funny einfach zu sehen, wie anders Leute aussehen können nach nur so, keine Ahnung, 2 Jahren. Okay, okay. 26 Kilo, huiuiui, das kann ich nicht. Jetzt hier nochmal, Szenenwechsel, graues T-Shirt, 20 Kilo, aha, das kann ich nicht mit 20 Kilo, das kann ich ohne. Da bin ich schon richtig stolz auf mich selber, dass ich das ohne Unterstützung kann, ohne dieses kleine Fußmatten-Ding, was so hoch geht und was dich so hoch pusht. Okay, also wir haben hier verschiedene Sportoutfits, wir haben jetzt schon das Graue, das Dunkelblaue und das Grüne. Da kann ich mehr, Flo. Okay. Weiterhin. Ich habe das Gefühl, es ist hier einfach eine große Trainingsmontage. Ich finde es ein bisschen wild. Hier steht ja Team Melone Hardstyle Remix. Aber ich habe jetzt vom Originallied wenig gehört, weil ich kenne ja den Team Melone Song. Aber das Lied hat halt wenig mit gefühlt dem Team Melone Song zu tun. Was ich jetzt nicht unbedingt kritisiere. Vielleicht nennt er es, ist es mehr ein Branding. Vielleicht ist es mehr, okay, alle Musik, die er macht, sind die Team Melone-Lieder, weil das ja auch so ein bisschen sein Ding ist. Also kann ich noch akzeptieren. Okay. Boah, by the way, ich hab ja damals, als der Flo halt sein erstes Lied rausgebracht hat, war ich ja noch in der Aufnahmegruppe. Und dann hat es irgendwie so funktioniert, dass er uns halt, literally, also Tops und mir, das Lied davor geschickt hat, halt bevor er es veröffentlicht hat, damit wir schon mal unsere Reaktionen filmen können, damit wir die am gleichen Tag hochladen können. Gar nicht schlecht, by the way.
Ich erinnere mich noch, wir waren irgendwie im TS und wir waren am Abend davor. Und er war so, ja, reagier da mal drauf. Das ist im Endeffekt, es ist ein Free-Video für dich. Und es ist ja auch nice, dass man so ein bisschen gegenseitig dann gucken kann, dann hast du ein Video, hey, dann kann ich drauf reagieren und dann kann er drauf reagieren und so weiter und so fort. Jedenfalls war ich dann so, ja, okay, dann mache ich das halt. Und dann habe ich mich literally dahingesetzt, weil ich halt anders nicht in der Materie drin war, okay? Also ihr müsst wissen, ich war halt noch ein kleiner YouTube-Nubbel. Also ich habe das vielleicht nicht mal ein Jahr gemacht, vielleicht ein halbes Jahr. Ich habe da so ein 4-Minuten-Video habe ich da rausgehauen. Das Originalvideo vom Flo war 3 Minuten lang. Ich saß mainly einfach da, habe das geguckt und war so, ja, sehe ich hier, was er gemacht hat, auf jeden Fall. Aber completely, also dense von mir. Aber gut, falls ihr das Video sehen möchtet, um euch davon zu überzeugen, dann verlinke ich euch das hier bei der Infocard. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich edde nicht viel, okay? Ich habe nicht hier viel die Insider-Scoops oder irgendwie eine musikkritische Meinung. Ich gucke es mir literally einfach nur an und bin dann so, ja, also das war's auch schon. Wir haben uns das jetzt angeguckt. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es waren aber auch stressige Zeiten, weil als wir aufgenommen haben, habe ich halt noch gestreamt und dann bin ich halt in die Uni gegangen, dann bin ich nach Hause gekommen, dann habe ich für 3 Stunden oder 4 Stunden gestreamt, danach bin ich in TS gegangen und dann haben wir 3 Videos aufgenommen, jeden Tag, bis 3 Uhr nachts teilweise, dann habe ich noch meinen Thumbnail-Leuten geschrieben, also bitte, 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 ich brauche ein Thumbnail für morgen, bitte, dann haben die manchmal geantwortet, manchmal nicht und dann am nächsten Morgen hast du das halt noch geschnitten, das Ding. Hast es dann auf öffentlich gestellt und bist wieder in die Uni. Und es war, also meine Freizeit war non-existent. Ich habe jedes Mal, wenn Freunde gefragt haben, ob wir uns treffen wollen, habe ich gesagt, nee, ich kann nicht, ich muss streamen, ich muss arbeiten, ich muss YouTube machen, was auch immer. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe jetzt mehr geregelte Tagesabläufe. Es ist noch hell draußen. Seht ihr das? Hell. Ich nehme nämlich vormittags auf. Es ist 13.30 Uhr. So, sorry fürs Plappern. Ihr wollt sicher das Video sehen. Ich mache mich einfach klein. So, das war nämlich richtig stressig, weil man halt auch irgendwie nach dem Flo sagen musste, hey, oh mein Gott, das ist der Julian! Okay, darf ich kurz fertig erzählen? Jedenfalls musste man dem Flo sagen, hey, das ist mein Video, damit das nicht gestrikt wird, weil das halt automatisch die Songs erkennt, die er halt hochgeladen hat, um die Leute halt zu striken. Deswegen bin ich hier vorsichtig mit dem Ton, damit ich mir hier keinen Ärger mache. Und dann musstest du dem noch den Videolink schicken, was ja auch Sinn macht. Ich meine, es ist seine Musik, er hat die Rechte dran, absolut. Gar kein Shame in the Game. Der Julian ist so groß geworden! Oh mein Gott! I remember, ich war mal beim Flo zu Hause, gell? Irgendwie, dann war da der Julian und er war so, okay, hier ist mein Zimmer. Und er hat ein crazy gaming Setup. Aber er war so small, er war so tiny. Jetzt ist der. Okay, obviously gehen die zusammen trainieren. Good for them. Das ist voll die cute Geschwisteraktivität. Cute. Was ich einfach mal assume, was so heißt. Oh mein Gott, das ist richtig adorable. Look at them. Auch so synchron. Oh mein Gott. So, liebe Freunde der Nacht, ich habe eine weitere Geschichte für euch. Als der Flo und ich noch Freunde waren, waren der Flo und ich auch mal zusammen feiern. Es ist einfach dadurch, dass er hier die Tanzszene drin hat, es weckt einfach die Erinnerung, okay? Aber wir waren in so einer, ich weiß nicht, ich will es mal Dorfclub nennen. Wir waren halt, es war halt so eine riesige Scheune einfach. Und wir sind da halt mit seinen Freunden hin und wir waren so, ah ja, wir gehen abends, ich war übelst krank. Und der Flo hat sich voll gefreut und wir waren halt auch so, ja, ist ja auch fun, irgendwie die Freunde zu treffen. Und dann sind wir halt abends da zu dieser Dorfdisco gegangen. Die hatten halt Eintritt, aber das konntest du sehr einfach umgehen. Und dann waren halt der Flo und die Freunde und ich alle so, ja, okay, komm, lass uns das sneaky irgendwie durch den Hintereingang rein, damit wir die 2 Euro Eintritt nicht bezahlen müssen. Und dann waren wir jedenfalls da drin und der Flo hat groß angekündigt, dass er halt immer, wenn er mit seinen Freunden weg ist, halt viel tanzt und viel, hat er auch gemacht, aber auch viel, ich sag mal, wilder tanzt. Und es war wirklich zu einem Punkt, wo es ein Safety Hazard für ihn und für die Leute um ihn rum war. Weil du stehst da halt und er macht halt, das ist halt auch ungefähr das, was er in dem Video macht. Also es ist eine relativ akkurate Repräsentation. Aber er hatte leider wenig räumliches Verständnis für wo er ist. Das ist ja nur der Julian, aber hier, da seht ihr es. Wenig räumliches Verständnis für wo er ist und wo andere Leute sind. Und die Scheune war halt auch recht full. Und dann hat sich wirklich so eine Art halt Kreis gebildet. Damit. Und halt, weil er halt auch Leute angerempelt hat, während er getanzt hat. Wir waren alle nur so, komm Flo, komm, nein, komm in die Mitte. Aber ja, ich weiß, dass er sehr proud ist, dass er da immer
gute Stimmung hat und dass er da gerne tanzt. Und ich meine, ist ja auch Fun. Ist tausendmal mehr Fun, wenn du einfach eine gute Zeit hast und du triffst dich mit deinen Freunden und die Musik ist nice und du kannst einfach tanzen und du musst dich da irgendwie für nichts schämen. Weil ich meine, du bist in einem Club, die Leute tanzen alle, right? Aber es ist mehr, also auf jeden Fall gute Stimmung. Es ist mehr einfach die Memories. Es ist funny. Es ist sehr funny zu sehen. Vor allem, ja, hier, da seht ihr es. Das halt, das hat er halt viel gemacht, sowas. Und dann waren halt Leute hinter ihm auch. Okay. Da waren halt auch Leute hinter ihm. Und das, da hat er halt... Naja, gut. Jedenfalls, gutes Musikvideo. Ich würde sagen, ich sehe, was er machen wollte. Es ist mehr einfach so ein bisschen trainingsmäßig. Was ja auch Sinn macht, wenn es so ein bisschen EDM-Musik ist, was ja auch viele Leute hören, um im Fitnessstudio zu trainieren. Von daher sage ich kontextmäßig, passt es auf jeden Fall. Man sieht, dass er jetzt auf jeden Fall sehr viel mehr trainiert, als er es früher getan hat. Also, good for him. Freut mich für dich, Flo. Und das war's mit dem Video. Achso, bevor ich es vergesse, wir haben Wintermerch, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Der ist hier. Das heißt, Winterprinzessin das Design, falls ihr es auf der Seite sucht. Wir haben auch nicht so viele Designs. Ich denke, ihr werdet es auch ohne den Namen finden. Aber jedenfalls, bestellt es euch gerne rechtzeitig noch für Weihnachten. Der Link ist der erste Link in der Videobeschreibung, ist, was ich sagen wollte. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns. Macht's gut, tschüssi!